Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag an euch alle. Heute zum Montag gibt es ausnahmsweise mal zwei Videos. Heute in diesem Video die Herzbotschaft, die Seelenbotschaft deines Gegenübers an dich. Ich hatte aber gerade eben noch den Impuls, ein anderes Video auch aufzunehmen. Und das will ich jetzt auch nicht lange aufschieben oder als einzelnes Video nur online bringen an einem Donnerstag. Es sind ja montags und donnerstags meine Videotage. Dafür habe ich gedacht, ist das einfach zu kurz und da möchte ich dann am Donnerstag lieber gerne nochmal mit einer anderen größeren Legung schauen. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann jetzt, also explizit dann für Liebe schauen. Aber wie gesagt, jetzt gibt es dann heute auch die Herzbotschaft noch. Und falls du auch das Gefühl hast, ja, diese andere Botschaft könnte auch wichtig für dich sein, dann klick es gerne mal an. Das Video sollte jetzt auch schon online sein. Genau, jetzt, heute möchte ich aber schauen mit den Herzkarten. Nee, ich habe noch nicht genau gefragt. So, ich mische jetzt noch einmal durch. Ich schaue jetzt nach einer Botschaft. Was möchte hier gesagt werden? Deines Wunschpartners, deines Seelenpartners an dich. Atme einmal tief durch. Sag gerne auch mal seinen Namen. Und dann erhältst du von mir die Botschaft. Was möchte seine Seele dir jetzt mitteilen? Einmal mische ich nochmal nach. Was möchte die Seele deines Gegenübers dir jetzt mitteilen? Oh wow, ihr seht es bereits, oder? Dann fange ich doch am besten auch mal mit dieser Botschaft an. Vielleicht ist das der eine Impuls, den du jetzt hier einfach heute brauchst. Vielleicht brauchst du diese anderen Impulse gar nicht mehr. Aber wenn du dir gleich noch die anderen Impulse anschauen möchtest, dann schau gerne noch weiter. Aber die erste Botschaft, die hier kommt, von deinem Gegenüber an dich. Ja, wenn Liebe unsere Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Ja, ich liebe dich. Ja, Liebe ist bei uns vorhanden. Was möchte hier noch gesagt werden? Ich drehe einmal die Karten um. Wir haben momentan eine freundschaftliche Basis. Wir dürfen diese Basis miteinander pflegen. Wir dürfen uns erstmal kennenlernen. Wir müssen uns erstmal kennenlernen, um dann zu gucken, was draus wird. Ich kann dir aktuell nur Freundschaft geben, aber ja, hier ist auch Liebe. Aber ich muss noch schauen, ist es nur Freundschaft oder Liebe? Was kann ich mit dir leben? Was ist das, was ich möchte? Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ich werde dir Antworten geben. Hier kommt die Klarheit in unsere Verbindung. Ja, um etwas verändern zu können, muss man es allerdings zuerst akzeptieren. Damit aus einer Freundschaft, aus diesem Kennenlernen erstmal mehr werden kann, muss man trotzdem erstmal das akzeptieren, was jetzt gerade da ist. Auch dass wir uns jetzt gerade erstmal nur kennenlernen, akzeptiere es. Vertraue trotzdem unserer Verbindung. Bitte vertraue mir. Ja, ich will dich kennenlernen. Ja, Liebe ist unsere Antwort. Ja, daraus kann etwas Wunderschönes werden. Ja, hier ist Erfolg möglich. Ja, habe bitte Vertrauen. Aber lass es sich natürlich entwickeln. Hab Vertrauen, hier kommt Erfolg. Hier kommt Erfolg, wenn du es akzeptierst. Hier ist Liebe machbar, hier ist Liebe möglich. Hier ist eine besondere Verbundenheit, sei dir das bewusst, ja, es ist Liebe, die zwischen uns gelebt werden kann. Ich möchte dir sagen, dass du wundervoll bist und dass du bitte auch an uns glauben darfst. Aber lass es sich natürlich entwickeln. Das ist doch mal eine wunderschöne Botschaft deines Gegenübers. Ich möchte jetzt hier noch mit den Engeln der Liebe schauen. Eine Botschaft deines Gegenübers an dich. Okay. Ich muss mich jetzt erstmal noch um Probleme in der Familie kümmern. Hier gibt es ein Thema mit den Eltern. Hier gibt es ein Thema in meinem persönlichen Umfeld. Das kann auch mit Kindern zu tun haben. Mit einer Ex-Partnerin. Hier sind Probleme in meinem Umfeld. Mein Leben ist nicht einfach. Es kann auch mit einer Trennung zu tun haben, eine Ex-Partnerschaft. Probleme, die da sind.
vielleicht auch eine Art Verlust, eine Art Schicksalsschlag, wenn die Eltern selbst getrennt sind. Oder wie gesagt, wenn es hier eine Ex-Partnerin gibt und Kinder. Hier ist eine Situation, die erst noch abgeschlossen werden muss. Es kann mit Mangelenergien zu tun haben. Es kann mit Abtrennungen zu tun haben. Mit traurigen Momenten kann das alles zu tun haben. Eine Trennung muss noch vollzogen werden. Erst dann kann es hier in dieser Liebe weitergehen. Ich kann mich erst dann auf mehr einlassen. Aktuell ist es noch die Freundschaft. Ja, weil hier noch eine Trennung sein muss. Ja, ich muss erst dieses Problem, diese Situation in meinem privaten Umfeld lösen. Ich muss mich erst trennen. Erst dann ist diese Liebe zwischen uns möglich. Ich muss hier erstmal etwas Altes verarbeiten mit den Eltern. Wie gesagt, im privaten Umfeld ist es auch möglich. Dann ist diese Liebe möglich. Das ist der wichtige Impuls deines Gegenübers. Zusätzlich hier noch. Und als allerletztes möchte ich jetzt auch noch mal mit meinem Kartenset die Botschaften des Seelenpartners schauen. Was möchte da jetzt noch gesagt werden? Eine Botschaft. Welche Botschaft ist jetzt hier noch wichtig? Was möchte dein Seelenpartner, dein Seelengefährte dir heute mitteilen? Wow, okay, ich sehe hier eine wunderschöne Energie. Bitte achte in dieser Zeit gut auf dich. Bitte achte jetzt gerade in diesem Moment auf dich, denn wir müssen hier diese Situation erst lösen. Ich muss hier noch etwas Altes bearbeiten. Das alles hier braucht gerade noch Zeit der Heilung, der Transformation. Aber ich will Schritte in deine Richtung gehen. Ich plane Schritte in deine Richtung. Ich möchte aktiv auf dich zugehen. Denn die Antwort lautet ja, Liebe ist unsere Antwort. Und ja, du bist meine Traumfrau. Du bist eine wundervolle Frau. Du bist eine Traumfrau. Und das möchte ich dir auch geben können. Das möchte ich dir beweisen können. Aber aktuell brauchst du noch Zeit für dich. Ich brauche Zeit für mich. Aber wir werden hier wieder die nächsten Schritte zueinander kommen. Ich will dich kennenlernen. Ich will aktiv auf dich zugehen. Doch bitte hab Geduld. Ja, das ist die eindeutige Botschaft für heute. Gar nicht mal so schlecht, oder? Also hier ist aktuell noch eine Trennung, die vollendet werden muss. Eine Art Schicksalsschlag. Eine Art, ja, Schicksalsschlag gab es jetzt irgendwie immer wieder, auch zuletzt in den Karten. Sehr interessant. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was es bei euch war oder bei eurem Gegenüber los war. Und auf jeden Fall hier ein paar Schwierigkeiten, Herausforderungen, die noch sehr viel Aufmerksamkeit erfordern vom Wunschpartner, vom Gegenüber. Aber ich sehe danach auch Erfolg. Man muss es akzeptieren, aber ja, Liebe und Erfolg, eine gewisse Art und Weise Verbindung und Partnerschaft zwischen euch beiden ist möglich. Mindestens eine freundschaftliche Liebe, eine freundschaftliche Verbundenheit, aber da kann definitiv auch mehr werden. Nur begib dich jetzt nicht in eine Art Affärenkonstellation, solange er nicht getrennt ist. Das ist natürlich auch hier noch das Wichtige. Mit dieser Botschaft wünsche ich euch heute einen wundervollen Tag vom Herzen. Nur das Beste. Wenn es dir gefallen hat, dann lass auch gerne ein Like da und kommentiere auch gerne das Video. Und wenn du keine weiteren Videos von mir verpassen möchtest, abonniere gerne auch meinen Kanal.